Im heutigen Tutorial möchte ich euch gerne eine clevere Methode zeigen, wie ihr mit KI-generierter Musik über YouTube und vor allen Dingen Livestreams Geld verdienen könnt. Dieses Tool, das ich euch heute hier zeigen werde, erlaubt es euch tatsächlich, über eine gewerbliche Lizenz eure Tracks gewerblich zu verwenden. Das sieht man auch direkt hier. Hier steht es, gewerbliche Lizenz. Ihr könnt diese Musik herunterladen. Ihr könnt vor allen Dingen aber auch diese Musik nutzen, um euer komplettes Business damit aufzubauen. Ich möchte euch Plattformen zeigen, wo ihr euer Buch publizieren könnt. Und das ist eine Plattform, die vielleicht nicht so viele von euch kennen, aber das ist das einzige wirklich ernstzunehmende Pendant zu Amazon Kindle im deutschsprachigen Bereich. Hier seht ihr zum Beispiel wieder, dass ich 2.284,26 € mit dieser Einnahmequelle verdient habe. Und im heutigen Video soll es nicht nur um das gehen, sondern viel, viel mehr. Und wir fangen direkt mal mit dieser Plattform hier an, beziehungsweise dieser Methode. Ich denke, viele von euch und mir geht es genauso. Ich höre mir manchmal Musik auf YouTube an. Und manchmal sind das auch irgendwelche Relaxing Sounds oder hier Relaxing Jazz. Ich persönlich mache das immer ganz gerne mit Deep House Musik und habe dann also praktisch diese Livestreams hier laufen. Und ich habe mich mal gefragt, hey, wie macht man das eigentlich? Wie setzt man sowas auf? Und vor allen Dingen, woher kriegen genau die Kanäle ihre Musik, die den Kanal auch tatsächlich und den Livestream monetarisieren konnten, weil ihr könnt ja nicht einfach die Musik von anderen Leuten verwenden, die Livestream und dann damit Geld verdienen. Das ist erstmal hinsichtlich der Creator nicht erlaubt, also der Musiker, und YouTube wird natürlich euch auch sperren dafür. Genau deswegen braucht ihr Musik, die am besten nicht Copyright geschützt ist. Und das Problem ist, dass gerade bei vielen von diesen, ich nenne es mal Copyright-Free Music, dass bei solchen Tracks dann auch tatsächlich das YouTube Content-ID-System irgendwann anspringt und sagt, hey, dieses Video, dieser Track, diese Musik wurde schon zu oft gepostet, genau deswegen wird dein Kanal, wird der Livestream nicht monetarisiert. Und jetzt ist die Frage, was ist das Workaround? Wie können wir dennoch über YouTube Geld verdienen mit Musik, ohne dass wir auf solche existierenden Tracks zurückgreifen müssen? Indem wir KI-Musik generieren, können wir tatsächlich Geld über YouTube verdienen. Wir kommen am Content-ID-System vollkommen legal vorbei. Wir können vor allen Dingen auch uns sicher sein, dass wir keinem Künstler dergleichen hinsichtlich seiner Rechte da irgendwie, dass wir die Rechte von einem Künstler verletzen, und wir können das Ganze sehr schnell machen. Also hier steht es auch, AI, also AI Musikgenerator, kostenlos online. Ihr könnt hier auf Jetzt erstellen draufklicken, dann könnt ihr euch ein Lied, eine Liedbeschreibung ausdenken. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier irgendwie sagen, sowas wie entspannende Jazzmusik mit, man könnte ja vielleicht hier sogar irgendwie Rain Sounds im Hintergrund machen, aber ich weiß nicht, ob das zu Jazz so gut passt, weil ich meine, Jazz ist ja sowieso schon so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es ist nicht so entspannend für viele Leute, aber es ist definitiv etwas, was man nicht dann auch noch mit Rain Sounds vielleicht noch weniger entspannt machen soll. Ihr wisst, was ich meine. Aber in meinem Fall entspannende Musik, entspannte Jazzmusik, und ich mache es wirklich mal ganz simpel. Dann sage ich, es soll wirklich nur Instrumental sein. Das heißt, es soll kein Sänger hier zu hören sein. Und dann klicke ich auf Musik generieren, und jetzt wird bereits automatisiert der Track generiert. Und jetzt haben wir es hier, entspannende Jazzmusik. Das kann jetzt hier ein, zwei Minuten dauern. Und dann haben wir bereits den Track und können diesen auch kommerziell verwenden. Wann können wir ihn aber kommerziell verwenden? Wir können ihn kommerziell verwenden, wenn wir hier uns das Ganze kaufen. Ich habe für euch keine Affiliate-Link. Man sieht es aber hier, 0,01 Euro für eine Generation, also praktisch einen Cent. Das ist echt mega billig, und man sieht es hier, 4.800 Lieder, 2.400 Generationen, also 80 pro Tag, und dann hier auch nochmal eine gewerbliche Lizenz. Das heißt, wir dürfen im großen Umfang produzieren und auch diese Tracks nutzen für Unternehmen, für unsere Agentur oder auch natürlich für einen YouTube-Kanal. Und dann müssen wir nur Folgendes tun, nämlich dann müssen wir halt einen schönen Hintergrund finden. Und solche Hintergründe kriegt ihr übrigens auch auf der Plattform FreePic. Das heißt, schaut am besten einfach mal vorbei. Oder es gibt natürlich noch andere Plattformen, die ihr da nutzen könnt. Und dann müsst ihr halt wirklich nur Regelmäßigkeit zeigen, wenn ihr das als Video postet. Oder müsst ihr, wie gesagt, den Stream so einstellen, dass er 24 Stunden lang geht. Ich kann gerne dazu mal ein Tutorial machen. Ich meine, ich weiß, wie das funktioniert. Es ist nicht sonderlich schwer. Aber falls ihr, wie gesagt, diesbezüglich Fragen habt, kann ich das auch gerne mal für euch aufsetzen und das euch einfach mal zeigen. Oder natürlich, ihr macht das einfach so, ihr lasst den Stream, also macht praktisch eine 24 Stunden lange Datei, und lasst den Stream halt einfach jeden Tag 24 Stunden laufen. Dann nach 24 Stunden startet ihr halt einen neuen Stream. Das wäre natürlich auch eine Option. Ist, glaube ich, nicht optimal, aber ginge theoretisch auch auf diesem Wege. So, das ist auf jeden Fall hier Methode 1. Ich denke, damit könnt ihr wirklich schnell starten und könnt auch bereits in den ersten paar Wochen die ersten Einnahmen generieren, weil solche Kanäle kann man, wenn man es ordentlich macht, relativ bald auch monetarisieren. Jetzt machen wir weiter mit einer weiteren Methode, nämlich das hier ist ein Presale, und ich persönlich bin bei diesem Presale hier drin mit 10.000 Euro. Ich habe da also wirklich eine ordentliche Summe hier reingesteckt, und dieser Presale, der endet sehr, sehr bald. Dieser Presale ist für ein Krypto-Projekt namens Paper Unchained. Bei Paper Unchained handelt es sich um natürlich einen Meme-Coin, und bei Meme-Coins ist
ist es generell so, dass die natürlich sehr spekulativ sind, was praktisch bedeuten kann, dass wenn man hier sein Geld investiert, man natürlich auch einen Totalverlust erleiden kann. Aber glaubt mir, ich würde nicht so viel Geld reinstecken, wenn das mein Ziel wäre, weil das Ziel ist es natürlich, gerade bei solchen Projekten früh einzusteigen, den bestmöglichen Preis zu bekommen und dann halt hier vielleicht ein 10x oder vielleicht sogar ein 20x oder mehr rauszuholen. Zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich jetzt 10.000 reinstecke und ich mache ein 10x, dann habe ich natürlich einfach mal so aus den 10.000 100.000 Euro gemacht. Und man kann natürlich bei solchen Projekten auch mal falsch liegen, aber wenn man halt nur einmal richtig liegt, dann macht das die anderen vielleicht Projekte, wo man mal Geld verloren hat, wett. Und hier zum Beispiel in meinem Falle habe ich das Ganze über Best Wallet gekauft. Das Ganze funktioniert nämlich wie folgt. Ihr müsst ein Wallet haben, das heißt zum Beispiel Best Wallet oder MetaMask oder, weiß nicht, Phantom oder welches Wallet auch immer. Und dann könnt ihr hier unten auf Wallet verbinden draufklicken und dann könnt ihr derzeit ein Pepo-Coin kaufen für 0,0084261. Also mega, mega billig. Das heißt, ihr könnt euch wirklich eine gewaltige Menge an Pepo-Coin für einen kleinen Betrag kaufen. Und ich würde euch natürlich jetzt keinesfalls empfehlen, steckt da einfach blind all euer Geld rein. Das macht keinen Sinn. Bitte nicht. Was aber Sinn macht, ist sicherlich einfach mal eine kleinere Summe zum Beispiel reinzustecken und das als Risikokapital zu sehen. Weil wenn das Ganze tatsächlich 10, 20, 30, vielleicht 100x geht, dann beißt man sich in allerwertesten, dass man keine Summe reingesteckt hat. Zum Beispiel in meinem Falle, für mich ist 10.000 Euro jetzt nicht sonderlich viel, genau deswegen stecke ich diese Summe rein. Wenn ihr zum Beispiel sagt, so, ich kann nochmal 200 Euro riskieren, dann sind solche Projekte hier für euch sicherlich interessant. Ich habe euch mein Projekt in der Videobeschreibung drin verlinkt. Das Spannende hier an dieser Stelle ist übrigens, dass viele andere Influencer das Ganze auch schon promoten. Zum Beispiel Flo Farrell hat es auf seinem Coinsierge-Account auch schon bereits promotet. Alle möglichen anderen stecken da auch bereits dahinter und ich wette, dass wir hier tatsächlich ja, ordentlich Action sehen werden und genau deswegen bin ich halt auch bei diesem Projekt hier dabei. Ihr müsst einfach nur ein Wallet haben, klickt hier auf Verbinden, also um es nochmal wirklich ganz Schritt für Schritt zu sagen, Link in der Videobeschreibung, da draufklicken, dann Wallet anlegen bei Best Wallet oder Phantom, dann zum Beispiel hier auf Wallet Verbinden draufklicken und auf dem Wallet muss natürlich Ethereum drauf sein, damit ihr das Ganze kaufen könnt und oder halt zum Beispiel USDT geht natürlich auch. Und dann könnt ihr halt hier die Pepo-Coins kaufen, aber ihr müsst halt echt schnell sein, weil nämlich der Vorverkauf geht nicht mehr lange und in 11 Stunden gibt es bereits die nächste Preiserhöhung. Das heißt, jetzt kriegt ihr noch einen Pepo-Coin deutlich günstiger. Also falls ihr das Ganze machen wollt, ich bin auf jeden Fall dabei. Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Dann eine Plattform, wo ich eben gerade wieder Geld gespart habe und wo ihr hier oben seht, 2.284,26 Euro, ist diese hier namens Igra. Nämlich ich bin viel online am Shoppen. Ich bin jetzt keine Person, die hier ständig Klamotten kauft, aber ich muss halt öfter mal was über die Firma kaufen. Ich muss öfter mal zum Beispiel auch, ich habe jetzt heute tatsächlich eine Matratze gekauft und wenn ich das natürlich tue, dann bin ich sehr glücklich, wenn ich irgendwo ein paar Euro sparen kann. Ich bin, was das angeht, ein Pfennigfuchser und ich sehe es nicht ein, Leuten Geld zu schenken. Und genau in diesem Falle hier ist es so, zum Beispiel, ich koche auch sehr, sehr wenig, ich bestelle sehr viel über Lieferando, dass ich bei jeder einzelnen Order, die ich online mache, bei vielen von diesen Plattformen, Cashback bekomme. Das heißt, ich kriege Geld zurück auf meinen Kauf. Und in meinem Falle zum Beispiel, ich nutze halt hier die Plattform iGral vor allen Dingen für Lieferando. Ich habe es auch schon genutzt für Booking, ich habe es auch schon genutzt für Mediamarkt und ich habe es auch schon genutzt für eBay. Zum Beispiel, ich habe eine Reise gebucht für 5.000 Euro und ich habe dann hier, ich glaube, damals waren das noch so 3-4% Cashback bekommen und das sind halt dann gut und gerne mal ein paar hundert Euro, die man einfach mal so an Cashback bekommt. Oder hier zum Beispiel bei Lieferando. Ich kann euch sagen, ich gebe im Monat bestimmt 600, 700 Euro aus für Lieferando, 3% davon haben oder nicht haben. Oder beim Mediamarkt, wenn ihr, sagen wir mal, einen Laptop kauft, sagen wir mal irgendwie ein Apple-Produkt für 1.000 Euro, dann kriegt ihr einfach mal so 50 Euro zurück. Das ist nicht wenig. Und genau deswegen empfehle ich euch sehr, hier iGral zu verwenden. Ich zum Beispiel nutze iGral seit vielen, vielen Jahren. Ich nutze auch andere Applications wie Shoop und so weiter. Und hier kriegt ihr sogar 5 Euro geschenkt, wenn ihr euch anmeldet. Ich habe euch einen Link auch wieder zu iGral in die Videobeschreibung reingetan. Einfach draufklicken, anmelden. Und dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, packt das in euren Chrome-Browser rein, also nutzt Chrome und dann könnt ihr nämlich halt immer hier dieses Cashback bekommen, egal auf welcher Seite ihr seid, solange halt diese Seite hier bei iGral eingetragen ist. Und wenn ihr zum Beispiel hier sogar bei Sephora kriegt ihr bis zu 70% Discount und dann 12% Cashback. Es ist echt heftig, gerade wenn man bei Sephora mal was für irgendwie 2.000 Euro einkauft, sind das einfach mal so 240 Euro. Oder wenn ihr halt irgendwo anders shoppt, dann könnt ihr ganz, ganz schnell Hunderte, wenn nicht sogar von Tausende von Euro sparen. In meinem Fall habe ich jetzt schon wieder 2.284,26 Euro einfach mal so über die Plattform hier gespart. Dann eine Plattform, die die wenigsten Leute kennen, glaube ich zumindest, ist diese hier namens BOD. BOD ist eine Plattform, auf der ihr Online-Bücher publizieren könnt und diese Plattform, finde ich, ist erstmal, was sehr schön ist, sehr seriös. Es ist also keine Plattform, wo man sich jetzt irgendwie Sorgen machen muss. Es ist gleichzeitig eine Plattform, die aber auch ein gutes Pendant bildet zu Amazon Kindle. Also die Plattform wirft wirklich Geld ab und ihr könnt auch zum Beispiel online einfach mal auf YouTube eingeben, BOD-Einnahmen oder sowas, da werdet ihr sehen, dass viele Leute, die hier ihre Bücher publizieren, wirklich gute Einnahmen sehen.
Und wenn ihr halt auf Kindle sowieso schon seid und ihr wollt noch andere Einnahmequellen euch aufbauen mit euren neuen Büchern dann, dann ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, mal ein Buch auf Amazon Kindle zu launchen und auch mal ein Buch zu launchen auf BOD, damit man halt einfach hier ein bisschen diversifizieren kann, was den Traffic angeht. Es gibt übrigens nicht nur BOD, es gibt zum Beispiel Ingram Spark, ihr könnt auf Amazon Kindle publizieren und vielen, vielen weiteren Plattformen. Und das zeige ich übrigens auch alles in meinem Amazon Kindle-Kurs, den habe ich euch runtergesetzt heute mal fürs Video, 70%, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Aber bei BOD ist das Ganze halt so und das ist halt wirklich der Spannende. BOD verkauft richtig effizient eure Bücher und die helfen euch auch sehr. Wir können ja mal hier oben auf Leistungen draufklicken. Da steht es nämlich auch, alle Leistungen für deinen Bucherfolg. Und dann kann man hier gucken, was genau die anbieten. Also Buchdesign und Lektorat. Dann sehen wir es hier, was kostet. Und das Publizieren geht natürlich aber auch. Nämlich hier Buchvermarkten, Buchhandelspräsenz. 69 Euro kostenloses E-Book, kostenfrei. Also E-Book-Promotion, dein E-Book-Text bei XTMI und Buchdeals ab 0 Euro, Hörbuch ab 320 Euro je Stunde. Also die machen praktisch alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann für euch. Und das ist natürlich echt ein Game-Changer für Leute, die im E-Publishing-Bereich unterwegs sind. Und wenn ihr halt sowieso schon auf Amazon Kindle seid, dann warum nicht mal einen anderen Distributionsweg ausprobieren? Und da würde, wie gesagt, BOD oder zum Beispiel Ingram Spark drunter fallen. Und falls ihr sowieso schon auf Kindle drauf seid, Leute, gebt da Gas. Amazon Kindle ist immer noch eine absolute Goldgrube und die Leute, die sagen, hey, das lohnt sich nicht mehr, kann ich vielleicht verstehen, aber man muss halt einfach hier smart sein. Man muss Bewertungen sammeln, man muss Ads schalten. Wenn man das gut kann, dann kann man halt immer noch über Amazon Kindle richtig viel Cash machen. Und wie man das alles macht, zeige ich, wie gesagt, im Kurs 70% runtergesetzt für euch in der Videobeschreibung. Und dann die letzte Methode, die ich euch zeigen möchte, ist die Plattform Naga. Naga ist eine Plattform, wo ihr Geld verdienen könnt durch nur einen einzigen Klick. Das Ganze funktioniert wie folgt. Nämlich, es ist eine Trading-Plattform. Auf der Plattform macht ihr praktisch Folgendes, nämlich ihr kopiert einen Trader, einen erfolgreichen Trader, eine Person, die halt ordentlich Gewinne erzielt. Und wenn ihr halt diesen Trader kopiert, mit einem einzigen Klick praktisch, dann könnt ihr halt profitieren. Das heißt, wenn der Trader zum Beispiel einen Gewinn, Trade mit Gewinn schließt, dann schließt auch ihr den Trade mit Gewinn. Und ich zeige euch das Ganze einfach mal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwie in, sagen wir mal, Naga reingehe, hier seht ihr auch gerade zum Beispiel meinen persönlichen Account. Ihr könnt auch mich hier auf der Plattform kopieren, wenn ihr es wollt. Und ich gehe zum Beispiel hier oben auf die Bestenliste, dann kann ich filtern, wer zum Beispiel hat viel Gewinn für die Kopierer generiert, zum Beispiel jetzt hier in diesem Monat oder sagen wir mal irgendwie diese Woche oder wann auch immer. Und sagen wir mal zum Beispiel, ich will jetzt hier irgendwie den Finanzbonus-Account aus oder welchen Account auch immer, dann kann ich halt hier auf Autokopieren draufklicken und kann dann hier praktisch einen, kann hier einen Trader kopieren, einfach nur mit einem einzigen Button. Dazu klickt man hier unten auf Kopieren und dann wird automatisch dieser Trader hier kopiert. Und das Schöne ist, wenn der Trader also dann einen Trade mit Gewinn schließt, dann wird er auch bei uns mit Gewinn geschlossen. Und das ist natürlich super, super easy, hier tatsächlich sich ein passives Einkommen aufzubauen, weil ihr müsst dann einfach nur einen Trader finden, der profitabel ist. Da guckt ihr zum Beispiel hier, sagen wir mal, auf die Trader drauf, nehmt euch hier, weiß nicht, den Finanzbonus oder wen auch immer, guckt dann hier in die Statistiken rein, seht, okay, der macht einen super Job, es steigt wirklich kontinuierlich an. Ihr könnt die offenen Trades euch angucken, seht, okay, der ist profitabel, hat 14.000 Dollar im Durchschnitt für die Kopierer an Gewinn erzielt, 2,6 Millionen verwaltet. Das Vermögen scheint einen guten Job zu machen und wenn ihr dann, wie gesagt, die Person kopieren wollt, klickt ihr einfach nur hier auf Autokopieren drauf, dann sagt ihr halt zum Beispiel, ich möchte mit dem und dem Betrag kopieren oder halt mit einem Prozentanteil und dann klickt ihr hier unten auf Autokopieren und schon geht es los, schon könnt ihr die Trades von dieser Person kopieren. Oder natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mich kopieren, dazu einfach hier links oben nach Leon Chatari suchen, dann findet ihr direkt meinen Account hier. Also, ist wirklich easy und das Schöne ist auch gerade bei Naga, die Accounterstellung ist komplett kostenfrei, es ist auch wirklich komplett risikolos, sich einen Account anzulegen. Und dann, wenn ihr halt einen Trader kopiert, dann fallen 99 Cent pro kopiertem Trade an. Und da gibt es noch andere Gebühren, wie zum Beispiel die sogenannten Swap-Fees, die aber nicht sonderlich hoch sind. Swap-Fees, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, sind praktisch Haltegebühren. Das sind dann ein paar Cent pro Tag. Aber da die Trader sowieso sehr schnell Trades öffnen und wieder schließen, fallen die in der Regel gar nicht an. Oder halt, ja, wenn meine Position offen bleibt, dann fallen sie natürlich an. Aber auch selbst dann sind sie, wie gesagt, nicht sonderlich hoch. Ihr könnt auch nicht unter Null gehen. Ihr könnt also maximal, sag ich mal, euer eingesetztes Kapital verlieren, was wir natürlich alle nicht hoffen, was höchstwahrscheinlich auch nicht passieren wird, aber ihr könnt halt auch, wie gesagt, nicht unter Null gehen, das heißt, da geht ihr auch praktisch in dem Sinne kein Risiko ein. Ich habe euch einen Link zu Naga in die Videobeschreibung reingetan, einfach einmal draufklicken, hier auf erste Schritte drauf gehen, dann könnt ihr euch einen Account komplett kostenfrei anlegen und wenn ihr dann den Account angelegt habt,
würde ich, wenn ich ihr wärt, hier oben auf die besten Liste draufklicken, würde mir einfach mal anschauen, wer ist denn hier interessant, wer könnte denn tatsächlich profitabel sein, und dann könnt ihr einfach mal hier auf Autokopieren draufklicken, und wenn ihr halt nicht mehr autokopieren wollt, ja, dann stoppt ihr es einfach. Klickt ihr auf Autokopieren stoppen, oder wenn zum Beispiel sagt, hey, der Trader lässt einen Trade offen, den ich nicht offen lassen möchte, weil der geht mir irgendwie zu weit ins Minus, könnt ihr das jederzeit auch schließen. Also ihr könnt auch jeden Trade, den der Trader öffnet und nicht geschlossen hat, könnt ihr selbst manuell schließen. Ihr seid also wirklich total frei, was das Ganze angeht. Ich würde es machen, wenn ich ihr wärt. Ich bin ja auch auf der Plattform schon seit vielen, vielen Jahren jetzt unterwegs, und es ist wirklich top, weil man sich ja ein passives Einkommen aufbauen kann, wenn man sich einen guten Trader nimmt. Also, falls ihr jetzt loslegen wollt, ein Link zu Naga ist in der Videobeschreibung drin. Ich habe euch natürlich auch meinen Amazon Kindle Kurs verlinkt, die Plattform iGraal, und wichtig auch nochmal Paper Unchained, falls ihr hier in dieses Krypto-Projekt investieren wollt. Alle Links dazu in der Videobeschreibung drin. Gut, das war es dann tatsächlich schon wieder heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.